Moin, moin, Freunde! Heute zeige ich euch 2001 A Space Odyssey von Mantaleb exklusiv in der One-Click-Box. Wieder mit so einer schönen Schutzhülle, PET-Schutzhülle. Die machen wir mal weg. So, die brauchen wir nicht. Machen wir das schöne Werkzeug. So, wo machen wir das Ding mal auf? So. Der Film ist nicht so wirklich meins, aber ihr wisst ja, ich möchte euch so viel wie möglich an Editionen zeigen und deswegen gucken wir, hier ist eigentlich auf der 4K deutscher Ton drauf. Jo, deutscher Ton auf der 4K. Aber jetzt mal ehrlich, Freunde, ne, die Box sieht schon geil aus. Die sieht echt fett aus. Guckt euch das hier mal an. Boah. Richtig, richtig cool. Hammer, Hammer. Die Nummer 204, nee, Quatsch, 694 von 900. Wie komme ich denn jetzt auf 200? Keine Ahnung. So. Hier sind einige Sachen dabei, ne? Ich hole alles mal vorsichtig raus. So. Die wunderschöne Box platzieren wir mal hier hin. Zum Glück sind es ja nur zwei Editionen. Und so, womit fangen wir an? Aha. Aber das möchte ich jetzt eigentlich, obwohl das geht, glaube ich, ganz einfach ab. Ne? Huch, da knallt sie auf den Tisch. Uns das mal an hier. Ja, ist ganz nett gemacht. Ich erinnere mich jetzt leider nicht mehr, was es sein soll. Vielleicht könnt ihr mir ja noch mal sagen, ist schon ein bisschen her, wo ich den Film gesehen habe. Aber ja, ist jetzt nicht so schlecht. Machen wir das mal hier in die Ecke. So. Dann haben wir einmal das schöne Fullslip und also ich werde wie immer das Fullslip öffnen. Wir schauen uns mal hier das Lenti an. Das ist hier wieder dieser exklusive Lentikularaufkleber. Oh, das sieht cool aus. Das hatten sie ja schon angefangen bei Wonder Woman 1984. Nicht schlecht. So, und das scheint das Double Lenti zu sein. Ja, das ist jetzt nichts Wildes, ne? Ist okay. So, das Double Lenti, dann machen wir mal das auch mit dazu. So, und jetzt kommen wir zum schönen Full Slip. Zum wunderschönen Full Slip, Freunde. Ich weiß gar nicht, ob die Edition schon angeboxt wurde. Ich glaube noch nicht. Also hier wieder, ne? Die Aufkleber und das hier. Ja, das ist ein schönes Cover. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Ich mach's mal auf. So. Full Slip. Gehen wir ein bisschen näher ran. Spot Gloss hier geprägt. Glattes Papier hier.
Und der Astronaut ist hier hervorgehoben. Ja, das sieht echt cool aus, ey, wirklich. Der Spine. Stanley Kubricks 2001. Wie gesagt, 694 von 900, nee, von der Fuzzle bis von 500 Stück. Aber das ist cool hier. Guckt euch das hier mal an. So matt, ne? Seht ihr das hier? Ich weiß gar nicht, ob das hier das, ob das hier, ich glaube, das leuchtet im Dunkeln, weil da hatte ich irgendwas gelesen. Das hier und auch vielleicht die Box. Machen wir das Full Slip darüber und dann kommt das Steelbook schön in die Mitte. Hier haben wir noch ein Booklet. Sehr dickes Papier. Okay, das ist jetzt keine gute Fotoqualität. Geil, ey. Viele Bilder. Oh, das sieht auch cool aus. Das war das Booklet. So, und jetzt kommen wir zum Steelbook, Freunde. Zum Steelbook. Hochglanz ohne Ende. Aber sowas von. Ja, ist ja schön. Ihr habt jetzt einen weißen Rahmen gemacht oder gewählt. Warum prägt ihr den nicht? Das wäre ja perfekt. Dann wäre genau das Bild in der Rahmenprägung. Aber nein, alles am besten so günstig wie möglich. Immerhin haben wir den Titel gestanzt. Das sieht ja schon mal nach ein bisschen was aus. Hier hinten genauso. Wobei ich sagen muss, mir gefallen ja diese gezeichneten Artworks nicht so sehr. Aber ist ja Geschmackssache, das Spine. Jetzt machen wir noch die Kärtchen hier auf. So. Achso, weil typisch Mantaläppchen, das ist eigentlich immer gleich verpackt. Das waren jetzt die Kärtchen. Hier ist, glaube ich, noch ein extra Disc drin, oder ist das der Soundtrack? Nee, Blu-ray Special Features. Die hatten anscheinend kein Platz für ein 3-Disc-Inlay, oder vielleicht war es zu teuer, ich weiß es nicht. Sehr, sehr schöne Discs. Schwarz. 4K und Blu-ray. Und das Innenartwork, ja okay, das ist jetzt das Schiff von innen, aber ach, mir gefällt das jetzt nicht wirklich so. Schade eigentlich, ne? Schade. Kann man eigentlich so viel machen, aber ich glaube, die wollen einfach nicht. Die wollen nur Geld sparen und Hauptsache, wir kaufen alles. Die Sammler blechen viel Geld dafür aus, aber man gibt sich nicht wirklich sehr, sehr viel Mühe. So. Das war jetzt 2001, A Space Odyssey. Und das ist eine Menge Zeug, ne? Für zwei Editionen ist schon einiges dabei. Was ich nicht verstehe, ist, warum bei Matrix haben sie das ja auch gemacht. Matrix 1 und 2 konnte man ja schon bestellen. Da sind auch immer nur zwei Editionen. Keine Ahnung, ob das irgendwelche rechtliche Gründe hat oder. Aber ich glaube, dann ist die Limitierungszahl auch höher, ne? 900 Stück. Naja, das war's jetzt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal.